Soweit also zu deinem musikalischen Teil. Und nebenbei, oder das ist eigentlich dein Hauptsteckenpferd, man glaubt das kaum, aber ja, so ist es, hast du diese Werbeagentur. Und das schon seit 20 Jahren, hast du gesagt. Schon über 28. 28 Jahren sogar schon. Ja, erzähl, was machst du da so? Naja, ich war erst, habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet Ja. und dann habe ich mit einer damaligen Arbeitskollegin überlegt, das können wir auch. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich in der Werbeagentur, da war Eigenkreativität nicht so gut gefragt und da bin ich vor Kreativität fast geplatzt. Ich habe dann in der Zeit viel gemalt und dann auch Ausstellungen gemacht und so weiter. Und dann habe ich gesagt mit der Kollegin, weißt du was, wir machen uns jetzt selbstständig. Und dann sind wir am 01.01.1995 zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit der lieben Annette Schünemann, auch hier aus der Wedemark. Und wir haben das Ganze dann 16 Jahre zusammen gemacht. Und dann habe ich Zeit alleine, dann habe ich noch mit jemand anders kurzzeitig eine Agentur geführt. Und seit 2016 bin ich dann alleine jetzt mit Reddich and Friends, jetzt mit meinem Sohn noch und auch mit Partnern, mit denen ich kooperiere. Und in den ganzen Jahren, das Schönste dabei ist, das ist so, was ich an meinem Beruf liebe, ist, mit den Kunden zusammen etwas entwickeln, kreativ sein. Ob es nun Logo-Konzepte sind für Startups oder für Unternehmen. Wie kann ich, ich war, hab dir schon gesagt vorher, ich war heute in der alten Bauernkäserei und habe dort Videoaufnahmen gemacht und Produktfotos gemacht. Und dann ist es jetzt meine Aufgabe, damit kleine Imageclips zu machen und mir Sachen ausdenken. Und dann hat man Kunden aus vielen, vielen Branchen. Das heißt, Absolut, ich ja. muss mal, ich muss jetzt in Käse denken. Morgen Ja. muss ich für einen Gartenlandschaftsbauer Ja, denken, dann klar. muss ich für einen Bäcker, dann muss ich für einen Handwerker. Ganz viele unterschiedliche Branchen eben auch, ne? Genau, deswegen wird es auch nie langweilig. Und ich vergleiche das immer so wie so ein Apothekerschrank, der so tausende kleine Schubladen hat. Und dann geht das auch immer auf und zu. Jetzt muss ich ein Brot backen, das überleben. Klar. Und jetzt wie den Schraubenschlüssel bedrehen. Klar, ja, Aber klar, das ist der Reiz eigentlich an diesem Beruf, das Offensein, ja. sich mit den Kunden Absolut, beschäftigen. ja. Es hat jetzt weniger mit Kunst zu tun, das sage ich auch immer jungen Leuten, auch Praktikanten, die ich früher viel hatte. Ich sage, wir machen keine Kunst, sondern wir machen nichts anderes als eine Dienstleistung, Ja. eine Person, ein Produkt Ja. ins rechte Licht zu stellen, Ja. zu präsentieren. Wobei da schon ein bisschen Kunst dahinter ist, Ja, es streiten sich die Gelehrten darüber, ob das nicht doch oder? auch Kunst ist. Aber man muss da oft auch aufpassen. Es gibt viele, die Kunst und was ich was, Grafik studiert haben, in eine Agentur kommen und dann Entwürfe machen. Und dann sagt der Kunde, gefällt mir nicht. Ja, gut, kann passieren, ja. Das passiert. Ja. Das passiert auch mir. Ja. Da muss man mit umgehen können. Zum Glück passiert das nicht so häufig bei mir, Gott sei Dank, Ja, toi, toi, ja, toi. ja. Aber es kommt schon mal vor und da muss man mit umgehen. Und mit der Zeit lernt man dann auch, man muss dem Kunden zuhören. Was will der Kunde? Wie ist der Kunde? Ist er konservativ? Ist er witzig? Welche Farbe kann ich benutzen? Passt sie zu seiner Branche? Passt Ja. sie zu dem Unternehmen? Ja. Welche Type? Und, und. Und dann muss man, und das ist das, was ich gelernt habe in den vielen Jahren, man muss einfach nur zuhören. Ja. Zuhören, was der Kunde will, wo der Kunde hin will. Und aus dem Ganzen, aus den Fragen, da entwickeln wir dann etwas. Und das hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Wie viele Termine machst du da mit den Kunden erstmal so im Vorhinein? Also ein Termin und dann gehst du ans Werk Ja, oder? ich mache einen Termin und dann gehe ich ans Werk. Ach hey, okay. Also mir reicht das dann eigentlich schon in dem ersten Termin. Dann weiß Ja. ich, wo die Reise hingeht. Ja. Ich stelle ja gezielt Fragen und so weiter. Und dann mache ich die ersten Entwürfe und dann trifft man sich oder ich schicke es per Mail oder so. Und dann in der Regel ist dann so, sagt der Kunde, jo, und dann machen wir nochmal Detailkorrekturen und dann geht es ja in die Endphase Druck oder so, JWD dann halt, ne? Genau, machst du auch das Distributing, also das Verteilen sozusagen, oder machst du nur die Spots?
Ja, also das Verteilen und so weiter, das habe ich früher, da habe ich dann mit Medien zusammengearbeitet, Ja. da habe ich mich auch drum gekümmert. Aber so Mailings oder sonst was, das mache ich eigentlich nicht mehr. Okay. Das, wir haben uns jetzt in den letzten 3 Jahren durch meinen Junior immer mehr dahin entwickelt, dass wir in Richtung Videoclips gehen, Ja. Erklärvideos. Ja. Wir können also, und das macht unheimlich viel Spaß, dadurch, dass ich Malen, Zeichnen alles mal gelernt, handwerklich gelernt Ja. habe, ist es für Ja. mich kein Problem, Figuren zu entwickeln, Ja. Figuren zu in Ja. dem Programm darzustellen, Vektorfiguren. Und mein Sohn ist jetzt so weit, dass wir die Figuren dann animieren können. Ja. Also mit einer Software, und Ja. dann kriegt der Kunde eine individuelle Figur. Ja. Ist egal, Ja. ob es nun ein Bäumchen ist, Ja, ein Brötchen ist oder ja, eine normale Figur. ja, Und die können wir animieren und ja, dazu benutzen, dass diese Figur dann dem ja, Namenskunden ein ja, Produkt erklärt ja, oder seine ja, Dienstleistung, ja, Image. ja, Das macht unheimlich viel das Spaß glaube ich, ja. und ist auch ein Trend, mit kurzen Clips etwas zu erklären. Ja. Und weil man das dann besser aufnimmt als mit starren Anzeigen oder so. Ja. Und da geht bei uns mehr so die Reise hin oder Facebook-Betreuung, dass wir für Ja. Kunden Facebook-Artikel Ja, dann fertig machen. ja, Und Printwerbung ja ja, sowieso. ja. Und da haben wir eigentlich gut zu tun. Ja. Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, der hat eine Werbefilmfirma Ja. und der hat, glaube ich, mindestens 20, 30 Sprecher in seinem Ja. Portfolio. Ja. Weil du kannst nicht jeden, nicht immer den gleichen Sprecher für alles nehmen. Ich habe mittlerweile auch noch eine Sprecherin, die sich bei mir vorgestellt hat. Und ich fange jetzt an, ich möchte jetzt so anfangen mit Leuten so eine Art Kooperation zu bilden. Wir können die Grafik machen, die Videos machen. Dann brauche ich jemanden, der mir ein bisschen die Musik dafür macht und Synchronsprecher. Und dass man so eine Art Team bildet, wo man dem Kunden alles aus einer Hand praktisch anbieten kann und präsentieren kann. Und das ist natürlich auch wichtig. Meine Zielgruppe sind die kleinen Mittelständler. Weil mit denen kann man, finde ich, macht am meisten Spaß, auch langfristig zusammenarbeiten. Was war die größte Firma? War Deutsch. Was war die größte Firma, mit der du mal zusammengearbeitet hast? Wir haben einige Jahre haben wir mit Mövenpick Ach ja, zusammengearbeitet. okay. Da habe ich mehrere Niederlassungen als Kunden gehabt. Ich war auch in der Schweiz als Partneragentur ganz offiziell gelistet. Ah ja, ist ja witzig. Das Okay. war eine tolle Zeit, eine spannende Zeit. Da haben wir Mövenpick, Flughafen Nürnberg, Ja. Dresden, Leipzig, Mövenpick in Ja, Hamburg, ja. hier Hannover, Berlin haben wir betreut und für die Aktion gemacht und Material gemacht und so weiter. Ja. War eine tolle Zeit. Das heißt, machst du Werbung deutschlandweit oder eigentlich nur in der Wedemark? Damals war es quasi Naja, eben, ne? deutschlandweit, ne? Deswegen frage ich, genau, Aber ja. dadurch, dass ich das, wir haben auch zwei Berufsgenossenschaften, große Berufsgenossenschaft, die BG Bau und die BG Metall haben wir als Kunden gehabt. Das waren auch immer große Aktionen, so also mit Ausbildung, mit Plakaten und Ja. Flyer und solche Sachen damals. War alles schön, aber ich habe dann auch, was ja auch Kollegen erleben, sage ich, in anderen Agenturen, Mövenpick hat dann irgendwann eine eigene Abteilung aufgebaut Ja. und alle externen Ja, ach Agenturen so. war dann vorbei. Ja, super. Okay. So, dann hieß es Dankeschön für die gute Zusammenarbeit, wir machen das jetzt alles alleine. Toll. So, und deswegen habe ich immer schon mit anderen, mit kleineren zusammengearbeitet und ich Ja. habe mir gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr solche großen Ja, okay, Kunden. es ist viel Arbeit, ne? Das ist sehr viel Ja. Arbeit. Und man ist ganz schnell dann halt auch weg vom Fenster. Ja. Und ich finde das immer toll, wenn man Marken hat. Ja, das ist super. Es ist auch nur, wie gesagt, es war eine tolle Zeit. Ja. Aber ich arbeite lieber mit den Ja. Mittelständlern hier vor Ort Ah ja, zusammen okay. oder in der Region In der Region Hannover, Hannover, ja. wo man Vertrauen aufbaut. Ja. Ich habe viele Kunden, mit denen ich schon viele, viele Jahre zusammen war, die sagen, per WhatsApp kriege ich dann eine Nachricht. Dietmar, ich habe vergessen, ich Ja. brauche noch eine Anzeige, mach Ja. mal. Ja. So, Ja. dann mache ich mal. Ja, genau. Macht man mal So, irgendwas, dann macht ne? man mal Ja. eben. Oder Ja. lass dir was einfallen, ich Ja. brauche noch einen Flyer. Oder du, ich habe jetzt ein neues Fahrzeug, kannst du mir da nicht eine Beschriftung Ja, für machen? ja. Achso, sowas macht ihr auch, Das habe ja? ich früher viel gemacht.
das mache ich jetzt, sagen wir mal, ich mache keine Werbung mehr dafür, aber Ja. die Altkunden, die ich habe, da mache ich das natürlich noch mit. Also die kriegen von mir Fahrzeugbeschriftung, die ich beschrifte und beklebe auch selber. Ist alles nicht das Problem. Aber ich arbeite auch mit einer Partnerfirma, mit Firma Conflict bei uns zusammen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn es um Webseiten geht für Kunden, mache ich das für ihn. Wenn ich Digitaldrucke brauche, Beachflex, Flaggen oder auch Plots oder auch mal bei der Beschriftung Unterstützung, dann machen die das. Machst du auch, ja, wie soll ich sagen, Merch sozusagen? Also irgendwie bedruckte, keine Ahnung, Ja, Kugelschreiber oder? das wenn Kunden das der Bedarf ist, dann machen wir dann die Layouts dafür und die Vorarbeiten, arbeiten dann auch mit Partnern zusammen. Ich habe so mal einen festen Partner in Sachen Textilien und gucken dann, wir haben jetzt Flughafen für die Firma Experience dort, Experience, genau. Da haben wir solche Sitzwürfel für die machen lassen. Oder wir haben auch für den Steuerbordwinkel so eine Standfigur machen Ja, lassen dann cool, noch. klasse. Also ich bin gelernter Schauwerbegestalter. Ich musste mit einer Stichsäge Buchstaben aussägen oder alles Mögliche machen. Ich habe gelernt zu tapezieren, Stoffbespannung zu machen und zu gestalten. Also für mich ist das nicht das Problem, was selber zu machen. Klasse. Ich kann mich hineindenken und dann finde ich irgendwelchen, der das für uns produziert. Also vom Kugelschreiber bis Standfigur dann halt, ne? Wenn ich jetzt einfach nur als mittelständisches Unternehmen, sage ich mal, einen Werbespot produzieren lassen möchte, in, was weiß ich, ein Video oder eine Annonce oder so, mit was für Kosten kann ich da als Unternehmen ungefähr rechnen? Ja, das ist immer dann von den ganzen Umständen abhängig. Wir sind, ich sag's mal, ich möchte gerne, sag ich da, also mit den Kunden langfristig dann zusammenarbeiten. Wir haben uns jetzt schlau gemacht in dem Bereich von Erklärvideos und da gehen also Erklärvideos so bis 2 Minuten uns mal schlau gemacht, ohne Synchron, ohne Musik so bei 1000 Euro los. Wow. Ja, Okay. das hat Aber uns ein bisschen geschockt. Wir wollen es schaffen, dass wir weit unter 1000 Euro liegen, weil für so einen Videoclip 20 Sekunden, 30 Sekunden mehr guckt man sich sowieso nicht mehr an und da liegen wir eher bei 500, 600, 700 Euro. Ah ja, verstehe. Also eher in dem Runteren. Da wollen wir dann halt schauen. Es ist natürlich auch abhängig, wie aufwendig das Ganze Ja, klar, nachher gemacht natürlich, werden klar, okay. muss. Plus, minus muss man ja immer rechnen. Klar, Genau. klar. Es ist zum Beispiel auch so, dass einer versteht, wenn wir für eine individuelle Figur für Erklärvideos schaffen, diese Figur, da sitzen wir 2 Tage dran. Die Figur, wenn wir die auch sprechen lassen, dann müssen wir den Mund praktisch Ach so, A, E, I und so, das ja. wird in einer Bibliothek abgespeichert, dass das zugeordnet wird. Ach Die so. Figur muss dann halt die Hände, Arme, das muss alles benannt werden. Das bekommt auch das nennt sich in dem Programm Bones. Das heißt, es bekommt quasi ein Gerippe, dass das angesteuert werden kann. Wahnsinn, ja. So, da sitzt man mindestens 2, 3 Tage dran. Na Da ist noch klar, na nichts weiter klar. gemacht, außer dass die Figur Ja, dann, klar. sagen wir mal, betriebsbereit, Und ja, einsatzbereit ist. klar. Weil Und das kostet natürlich Geld, logisch, na das klar. kostet Geld und deswegen sind es. Aber wenn diese Figur einmal fertig ist, Dann kann man die natürlich weiterhin nutzen. dann kann man sie weiter nutzen und dann wird es auch wieder günstiger, weil dann ist diese ganze Arbeit ja Ja, geleistet. natürlich, ja. Und da muss man gucken, das ist abhängig davon. Also ich sag mal, wir wollen. Sagen wir mal nicht, wir wollen nicht billig sein, Ja, klar, weil ja. billig Nein, billig, nein, ist das, nicht. Wir wollen faire Preise Fair, ja, machen. genau, ja. Aber in den jetzigen Zeiten sehe ich das selber, dass wenn man sagt, möchte einen synchronen Erklärvideoclip und dann soll das 1500, 2000 Euro, da schluckt schon jeder Ja, Mittelständler. natürlich, klar, ja. Aber das macht tatsächlich alles ihr, diese ganze Produktion, auch mit den Synchronsprechern und etc., Genau, das etc. machen alles, das machen wir. Wir haben auch ein Mikro bei uns angeschafft, das heißt, man kann auch bei uns dann ansprechen Ja, Wahnsinn. oder holt uns das dann dazu. Wir arbeiten dann mit freien Mitarbeitern dann auch, so wie mit einem Musiker dann auch zusammen, der uns dann die Musik macht. Aber diese ganzen Grafik, die Videos, das wird alles bei uns gemacht. Ja, Wahnsinn. Habt ihr aber auch, müsst ihr aber auch, wo ist euer Büro? Im Gewerbegebiet In Bissendorf. Bergen.
Muss ja auch ein paar Räume schon sein bei euch, ne? Ne? Nö, das hat man früher mal gedacht, wir haben nur einen Raum, da sitzen wir zu dritt drin. Okay. Ist gemütlich. Mhm. Jeder hat seinen PC mit seinen 2, 3 Bildschirmen. Ja. Und das reicht. Ja, Wahnsinn, okay. Das reicht dafür. Da muss man, ja, da wird dann dran gearbeitet. Wir machen das tatsächlich noch ein bisschen klassisch, indem ich mit einem Bleistift ein Scribble mache, ja, die Figur aussehen könnte. Ja, ja. Und dann mache ich die Grundarbeiten und mein Sohn übernimmt das dann. Ja. Und der geht dann praktisch in die Umsetzung dann halt, ja, um die Figuren dann ja zum Leben zu erwecken. Ja, ja, ich wollte gerade fragen, wie viele Leute seid ihr jetzt? Zu dritt. Zu dritt. Das heißt, du, dein Sohn und? Und noch ein Auszubildender. Ah ja, okay. Wobei, wenn der fertig ist, dann werden wir erstmal zu zweit sein. Ah ja. Wir werden was anderes dann, aha, weitermachen. Okay. Und wir werden auch erstmal dann zu zweit bleiben. Wir haben jetzt ein tolles Projekt gehabt, ein Bauprojekt in Griechenland. Ja. Aha. Bin ich sogar eingeladen, dahin zu kommen, um dann ein Werbevideo zu drehen. Ja. Da muss ich mir noch überlegen. Da wird gesagt, dann baut erstmal ein Haus und dann komme ich auch. Und dann, das ist gegenüber von Korfu. Aha. Wunderschöne Häuser. Ja. Also wir haben damit gut zu tun und ich möchte einfach gute Arbeit machen. Aber ich möchte nicht auf Teufel klar, kommen, ja, auch immer mehr, ja, Aufträge, ja, und mehr, ja, und mehr und mehr. Ja, ja, klar, ja. Verstehe, ja. Das ist nicht mehr so meine Intention. Aber wie macht ihr das denn dann jetzt? Weil der Film soll ja wahrscheinlich nicht auf Deutsch sein, oder? doch, weil die Zielgruppe ist in Deutschland. Ach so, aha. Also die Zielgruppe, das Unternehmen sitzt auch hier in Hannover. Ach so, okay. Das sind also, sagen wir mal, Deutsch-Griechen. Ach so. Und die haben da das, die konnten also da günstig dann Land und sowas kaufen. Ah ja, okay. Der eine ist Bauunternehmer auch. Aha, ja. Und die bauen dort traumhafte, zweistöckige Massivsteine und so, ja, mit Swimmingpool, Wahnsinn, mit allem Pipapo. Okay. Und das soll an Privatleute verkauft, genau, werden. Ah, das, ja, ist für privat. Und gut, ist jetzt nicht meine Kapitalgröße, wo ich denke, auch das, ich nehme zwei, ja, davon. Ja. Aber ich sag mal so, Immobilien in Deutschland sind ja jetzt auch nicht günstig. Nein, ja. Ich habe heute von einem Kunden gehört, der hatte Geschäftsräume gesucht und da hat auch Blogger für Podbielski 220 Quadratmeter inklusive Nebenkosten fast 5.000 Euro. Pro Monat? Pro Monat. Wahnsinn, Wahnsinn. Und der Kunde in Griechenland, ja, will eine 500.000 schlüsselfertig. Da ist, glaube ich, auch das Wasser im Swimmingpool schon drin. Ach du meine Güte, Wahnsinn. Und beheizt. Wobei da, glaube ich, eher gekühlt. Oder so, ja. Mit Eis drin, ja. Mit Eis drin. Mit Eis drin. Ja, aber das ist so das Schöne. Dann, das Witzige bei uns ist, am Anfang des Jahres hat man ja immer so ein bisschen, hoffentlich kommen noch Aufträge, wie ist das und so. Mhm. Gut, ich habe jetzt meine festen Aufträge, ja, immer. Und mein Sohn, der jetzt 3 Jahre mit mir ja schon zusammenarbeitet, der lacht jetzt und sagt, Vater, warum machst du dir jetzt Gedanken? Ja. Wart's ab, ja, morgen klingelt das Telefon. Ja. Ja. Und es ist tatsächlich, dass auf einmal, man weiß nicht, aus irgendwelchen Richtungen kommen auf einmal Altkunden oder Empfehlungen und so. Und sagen, du, ich brauche jetzt, ja, das, ich muss das, oder, ja, ruf den an. Ja. Ja. Und dann läuft's. Bei welcher Werbung muss man jetzt an euch denken? Also welche Firma, was sieht man oft momentan? Also ganz witzig ist, wenn du einen Ebeling-LKW siehst, aha, der ist von uns beschriftet. Ach ja, witzig, okay. Ich muss morgen wieder zu Georg Ebeling, ja, gehen und, ja, einen 13-Meter-Auflieger mit, aha, Farbe rollen. Mhm. Ja, es gibt wie HP Mertens, das Logo ist. Das ist der auch Bauunternehmer, ne? Ja. Der macht Hydraulik, Pneumatik, Elektronik. Ach so, okay. Der sitzt auch hier in Bissendorf. Ah ja, okay. Ja, Detmars, das Logo Detmars, ja, der Landmarkt in Bissendorf. Ja. Stimmt, genau, du hast gesagt, du betreust die Facebook-Seite des Landmarkts, hast du gesagt. Genau, die Webseite haben wir gemacht, wir haben das Logo gemacht damals. Carsten Detmars, der den ja gegründet hat, ja, ist schon ein langjähriger Kunde und, ja, auch ein Freund von mir, ja, und sagte, Mensch, steht mal, ich will jetzt so einen Landmarkt auf die Beine stellen, ja, kannst du mir, ja, unterstützen, ja, machen wir mal ein Logo dafür, ja, und dann irgendwann haben wir dann die Website, ja, und dann die Facebook, ja, und es macht sehr viel Spaß,
diesen Landmarkt für den Landmarkt Werbung zu machen. Ja. Tolle Marktteilnehmer, tolle Produkte hier aus der Region. Ja. Und wie gesagt, ich war heute bei einem Marktteilnehmer bei der Bauernkäserei, um dann auch für seine Produkte über den Landmarkt dann halt über die Facebook-Seite dann Werbung zu machen. Und das macht riesen Spaß. Glaube ich auf jeden Fall, ja. Genau, wo findet man euch? Wo kann man euch ansprechen? Naja, also entweder unter reddich-friends.com, okay. Das ist eine Website, ja. Oder Facebook, Reddich and Friends. Okay, aha. Oder mich persönlich, mit ja, klar, Reddich. Sowieso. Ja, sowieso, klar. Ja. Da sind wir dann, genau. Wir haben jetzt auch Instagram angefangen, aber aha. Ich sag's immer im Scherz, der Schuster hat meistens die schlechtesten Schuhe an, weil er immer nur dafür da ist, den anderen die Schuhe gut zu machen. Und ich habe gemerkt, ich muss verstehe, ein bisschen mehr ja. meiner eigenen Facebook- und Instagram-Seite mal was posten. Ja. Aber es ist relativ aktuell jetzt auch. Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall gut. Dann hören das hoffentlich ein paar UnternehmerInnen, die dann sagen, okay, ey, wäre doch cool. Perfekt. Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ich danke auch sehr.